Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Ich muss das Ding auch noch zukloppen. Hier auf der Grünfelder Land. Ich erwarte einen Anruf von Jürgen und er kriegt gleich was zu hören. Ey. Oder ich rufe ihn mal an. Hallo? Ja, Jürgen, du hast vorhin probiert. Jo, welches Feld ist denn das? Ja, die 106, ey. Guck ich mal. Ja, beeil dich, sonst brauchst du nicht mehr kommen. Ich bin da. Wie da? Ah, Feld. Subi. Fang an. Jo, mach. Brauchst du noch einen Abfahranhänger? Oder kommt dein Spätzle? Ich brauche einen Abfahrer, ja. Dann stelle ich dir einen Ansehen, nämlich. Dann stelle ich dir einen Anhänger ans Feld. Das wäre nett. Gut, danke schön. Jo. Tschö. Tschö. So, dann muss ich den hier wieder abkoppeln. Meinen Anhänger wiederholen. Den Herrn Blaubeeren sollte ich auch gleich nochmal anrufen. Nicht, dass der hier auf seine Kartons wartet und denkt, ich habe ihn vergessen. Jürgen? Ja? Wie voll bist du denn schon? Dass ich ungefähr weiß, wo ich den Anhänger hinstellen soll. 2000. Schaffst du denn Vorgewende? Ja. Okay, dann stelle ich ihn dir bei der Einstichstelle hin. Jo. Gut, danke. Tschö. Jo. Eieiei. Das hier ist ja nur ein Pachtfeld. Das hier ist unser eigenes und ich glaube, wenn ich es recht weiß, müsste ich das jetzt wieder pflügen. Ja. Ja, das war ein bisschen unklug, da Tabak drauf zu machen, nachdem es erst gepflügt war. Ab geht's. Dann rufe ich den Blaubeeren gerade mal an. Hier am Blaubeer. Hallo, Herr Blaubeer. Volker Varuna hier. Hallo, Herr Blaubeer. Ach, Herr Varuna. ich habe nicht vergessen, dass Sie noch Kartons wollten. Allerdings ja, hat die Gemeinde erst jetzt geschafft, mir da Wasser hinzuliefern. Ja, okay. Die Leerpaletten, die werden ja fertig. Ja, die wollten wir dann zusammenholen mit den Kartonpaletten. Ah ja, okay. Der Herr dann in einer Tour machen. Okay, gut. Dann gebe ich Ihnen Bescheid, wenn es soweit ist. Ja, das wäre super. Gut. Und sonst laufen die Geschäfte?
Ja, ich Was machen die Kühe? Unterwegs zum Schafsbau, ein bisschen Schafsmilch holen für die Molkerei. Ah. Und Kühe geben auch gut Milch. Das ist ja gut. Fängt langsam an zu laufen, jawohl. Na schön. Es freut mich, dass sie hier in Grünfelderland angekommen sind. Ja, es gefällt uns sehr gut bis jetzt. Ich hoffe mal, das bleibt auch so. Es wird von Tag zu Tag besser, genau. Ah ja, supi. Ja. Gut. Bei Ihnen die Geschäfte? Ja, die Leerpaletten und also die Kartons, die brauchen noch ein bisschen, aber ich denke, da bin ich auch ganz froh, dass ich gerade noch nicht so viel habe. Ja. Weil ich einfach mit der Produktion auch ein bisschen hinterher hänge. Okay. Ja, mein Mitarbeiter ist jetzt schon die zweite Woche in Folge unentschuldigt krank. Ja. Oh, oh, oh. Ja. Oder halt nicht zum Arbeit erschienen. Das ist nicht gut. Nee, da muss ich mal gucken, was wir da machen. Ja. Ob ich ihn da... Wahrscheinlich werde ich ihm schon mal eine Abmahnung schicken müssen. Das muss man sich überlegen, ne? Ja. Aber, naja. Also wenn Sie mal Freizeit haben und eine Abwechslung bräuchten. Ja, ich bin heute auch alleine. Der Bruder ist nicht da. Der ist auf Reise. Und dann... aber ich behalte es mal im Hinterkopf. Wenn wir mal Luft haben, würden wir uns gerne bei Ihnen melden. Ja, sehr gerne. Alles klar. Gut. Oder wenn Sie jemanden wissen, der Arbeit sucht, dann finde ich da bestimmt irgendwas. Ja. Für irgendjemanden. Danke. Alles klar. Danke auch. Bis dann mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ich bin gerade am Überlegen, warte mal. Mal ins Prospekt reinschauen. Tiefenlockerer. Oh, der kostet 82.000, ey. Das wird nichts, das wird nichts. Ich dachte, vielleicht ist der ein bisschen günstiger. Gerade gucken, Karton, Holzkohle, ja, muss ich auch mal gucken. Okay, da haben wir wieder ein bisschen was. Karton, aktiv. Okay, ja, da haben wir ja eigentlich heute Abend oder spätestens morgen früh müsste es durch sein. Mit der Produktion, dass wir da genügend Kartons haben für die Gebrüder Blaubeeren. Das ist doch dann schon mal gut. Ich habe irgendwie die falsche Bereifung, glaube ich, drauf. Trotzdem. Warte mal, ich muss mal gerade mal den Jürgen hier anrufen. Ah, Telefon. Volker Varuna, hallo. Hallo, hier ist der Neumann. Jo. Ich hätte einmal eine Kreditrückzahlung. Jo, ich hätte einen Drescher, der abgeholt werden kann. Okay, dann hole ich dann auch gleich ab. Kann man das verrechnen? Wie verrechnen? Ja, du kriegst deinen Drescher und die Kreditrate vergessen wir. Ja. Ah, das geht nicht ganz. Schade, Fragen kostet ja nichts. Gut, was ist noch offen? Also... Da, über die Finanzen habe ich nicht immer so den Überblick. Du müsstest jetzt 11.760 Euro überweisen. Und wie viel habe ich noch gesamt offen? Wenn du die 11.700 bezahlt hast, 94.800.
Nee. Nee. Also gerade haben sie noch 117.600 offen. Nee. Ich hab dreimal zurückgezahlt. Ja. Ja, und Gesamtkreditsumme war, wenn mein Zettel stimmt, 129.000. Dann recherchiere ich, glaube ich, nochmal nach. Also bei mir auf dem Zettel steht noch, ich bin ja nicht doof, ne? Steht noch 100.000 Restschuld. 101? Ja. Das kann tatsächlich sein. Gut, dann vergessen wir einmal die Kreditrückzahlung und dann komme ich nächste Woche auf Sie zu. Nee, mach anders. Ich habe gerade ein bisschen Geld gewonnen. Also, was heißt gewonnen? Verdient. Ich zahle dir gerade mal... Ah, warte, ich muss noch 15.000 an den anderen überweisen. Ich überweise dir trotzdem mal 10.000 für Kredit. Jo, dann schreibe ich mir das auf. Jo, dann wäre mich... Ja. Okay. Wie gesagt, Drescher steht am Feld 109. Jo. Danke recht schön. Bitteschön. Tschüss. Bis. Dann muss ich den anderen noch zurückzahlen. Händler. Es waren 15.600. So. Dann sind wir jetzt zwar schon wieder knapp bei Kasse, aber wir verringern eben unseren Schuldenberg. Das ist doch auch ein Vorteil. Also, das heißt Schuldenberg, so viel hat man ja gar nicht, aber trotzdem. Bin ganz froh, wenn die Schulden mal irgendwann abbezahlt sind. Ein trübendes Rapsfeld wird uns ja auch gut was bringen. Die SMS ignoriere ich mal gekonnt. Wenn die sich zu fein sind, hier anzurufen, dann kriegen sie kein Geld. Vor allem 16.000? Was haben die denn für einen Wasserpreis? Also, warte mal, wie viel Wasser ging denn da rein? 20.000. Für 20.000 Euro Wasser, die haben einen Preis von 750 Euro pro 1.000 Liter, Alter. Haben die einen Vogel, ey? So. Kann man Jürgen nochmal? Hallo? Jo, Jürgen. Ja? Wie schaut's denn aus mit dem Anhänger? Ich fülle jetzt das erste Mal ab. Ah, okay. Ja, 31.000 Liter gehen rein. Mhm. Dann, ja, wenn du nochmal abgetankt hast, dann fahre ich ihn weg. Willst du eigentlich den Raps oder was machen wir damit? Ich kaufe ihn gerne an. Jo, guck ich gerade mal. Okay. Ich habe noch ein anderes Anliegen. Mhm. Ich habe hier unten das Kieswerk, ne? Jo. Ich würde das gern verkaufen. Warum? Lohnt sich nicht? Lohnt sich null, ne. Hm.
Ja, und jetzt? Das lohnt sich für mich null. Und was habe ich damit zu tun? Das Ding ist, da ist noch 110.000 knapp Sand drin. Fast 61.000 Liter Kies und noch 5.000 Liter Kalk. Mhm. Da ist die Frage, ob man das irgendwie rausnehmen könnte, mit Hängern da unten lagern könnte von der Stadt irgendwie und dem anderen, der das dann kaufen würde, dem das dann überschreiben könnte mit. Gibt's da schon Interessenten? Also ich kenne keinen. Vielleicht der Neumann durch den Kalk, aber... Können Sie mal ausschreiben oder ihn mal fragen direkt. Ja. Das Einfachste, wenn er dir dann auch das ganze Zeug mit abkauft. Ja, oder, frag ich mal nach. Oder du verkaufst erstmal das andere Zeug und dann... Oder das, ja. Könntest du auch machen. Aber okay. Bis dann mal, tschüss. Hallo? Habe ich eigentlich noch den Jens Hacker in der Miete? Ja. Müsste schon mal gucken, was wir damit machen. Folger Varona, hallo? Hallo, Polizeigründer Landrichter. Hallo, Herr Richter. Ich wollte mal fragen, ob Sie jetzt Holzscheite da haben. Holzscheite? Nee, aber Holzkohle. Oder Holzkohle, ich verwechsel das immer. Holzkohle, Moment, ich schau mal gerade im Tablet. Holzkohle. Kohle habe ich leider keine, aber Holzkohle. 5 Paletten hätte ich. Ja, okay. Und noch eine Frage. Wann hätten Sie denn Zeit wegen dem Führerschein? Wer ist denn das, wer... Der Herr Stefan Müller. Bringen Sie den doch gerade. Achso. Nee, es geht ja generell erstmal um einen Termin zu finden, wenn Sie Zeit haben, weil der müsste um an der Polizei stattfinden, die erste. Ah, okay, dann morgen früh. Morgen früh um? Ja, so gegen 8. Okay. Was Gut. ist? Ja, dann werde ich mal jemanden beauftragen, der das. Die 5 Paletten fährt. Jupp. Bis dann. Moment, ich habe vorhin eine SMS gekriegt. Ja. Ich. Mit der Wasserlieferung. Mhm. Ja, ich hab's gelesen. Ja, ist aber ein bisschen Wucher, oder nicht? Ich weiß es nicht. Der Herr Stefan Müller hat sich darum gekümmert. Ja. Also, ich hatte mit dem Alten da, mit dem Van Gunn, hatte ich 500 Euro pro 1000 ausgemacht. Ich weiß nicht, was da ablief. Müssen Sie mal den Herrn Müller anrufen. Hm. Oder ich sag ihm, dass er Sie anrufen soll. Das wäre nett, danke. Okay. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.